Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen von der BerlinCon, der Berlin Brettspielcon 2018. Mein Gott, was für eine Zeit. Ihr habt ja sicherlich auf dem Kanal gesehen, da gibt es schon wieder die ein oder anderen Videos, wo wir euch Spiele vorstellen, die uns hier auf der BerlinCon präsentiert wurden. Und ja, das ist auch so ein Video. Ich habe hier den Martin von Stratego Games neben mir zu sitzen. Freue mich, dass du da bist. Und du hast uns hier ein gar nicht so kleines Game. Hier steht Glory, a Game of Knights. Mitgebracht. Ja. Und ich rate jetzt mal so ins Wilde, sozusagen total ins Blaue hinein. Das geht hier um Ritter und Turniere. Perfekt geraten. Perfekt, ey. Ich könnte anfangen bei dir wahrscheinlich. Nee. Ja, ist klar. Ey, wir müssen die Fronten klären, würde ich sagen. Also, wir haben hier ein Spiel, was sozusagen in diesem Mittelalter-Setting beherbergt ist. Und ja. Was machen wir denn hier? Oder können machen? Ja. Wir starten als junger Ritter, also arm, aber tapfer. Sehr ja, schön. Es ist bis zu vier Spieler spielbar, obwohl hier nur zwei sichtbar sind. Und jeder von uns fängt an mit einer Rüstung, mit seinem Pferd. Wie ich gesagt habe, wir sind arm, also man kann sich da was Besseres kaufen oder im Kampf gewinnen. Wir spielen um Ruhm, also die Glory. Ja? Wer auch immer die meisten Ruhmpunkte am Ende hat, hat gewonnen. Das Spiel dauert vier Runden lang. Nach jeder Spielrunde spielen wir einen Turnier. Vor dem Spiel haben wir uns zu entscheiden, welchen Turnierart wir mögen, weil es gibt zwei davon. Eins, der hier sichtbar ist, da werden wir gegen den Spielerritter spielen, kämpfen. Als wir gewinnen, werden später eventuell gegeneinander kämpfen. Mhm. Ne? Das ist das mögen viele Spieler, ne, weil das ist so direkte Konfrontation. Genau, da kann man sich direkt im Kampf halt messen. Man sieht hier so einen Turnierbaum. Ne? Ja. Wir haben aber auch Leute, die eigentlich das nicht so gut mögen. Und deswegen gibt es einen zweiten Turnierart, wo wir nur gegen die Spielerritter kämpfen. Mhm. Und ja, da müssen wir uns unsere Ruhmpunkte sammeln. Da ist einfach ein so Punktejagd. Okay. Ne? Das heißt, entscheide ich mich quasi vor der Partie, kämpfen Spieler gegen Spieler oder kann ich immer wieder im Spiel entscheiden, ich kämpfe jetzt gegen einen Spieler oder ich kämpfe gegen einen Nicht-Spieler-Spieler? Jein. Jein? Ein Fuchs. Nee, wenn du dich entscheidest, dass wir diese Turniere spielen, ohne direkte Konfrontation, dann wird es so gespielt. Wenn wir aber Spieler gegen Spieler Möglichkeit haben, dann entscheidest du am Anfang von Turnier, ob du bereits nach einem Spieler jagst und dem triffst, oder spielst du gegen einen Spielerritter und später, als du gewinnst, kommst du weiter und der andere Spieler kommt weiter und vielleicht in der Finale erst trefft ihr euch. Dann hat man halt die Möglichkeit, also wenn man sich entscheidet, gegen einen Spieler wirklich zu spielen, aber auch vielleicht einen Nicht-Spieler-Charakter erstmal zu besiegen und dann zu gucken, wenn ich hier gewinne, dann komme ich an die Stelle in dem Baum, dann gehe ich vielleicht einem etwas eher schwierigen Kampf vielleicht erstmal irgendwie aus dem Weg, vielleicht kämpft jemand anders erstmal dagegen und ich hoffe, dass ich denn auf diesen Gegner treffe. Also da gibt es theoretisch auch schon so eine kleine strategische Entscheidung, wie platziere ich mich da in dem Turnier? Genau, weil die Regel ist, einfaches Gegner, wenig Rundpunkte, ein hartes Bursche. Wenn man den natürlich besiegt, dann kriegt man mehr Punkte ohne Ende. Und dann haben wir jetzt ja hier noch als Großteil des Spiels, also du hast ja schon gesagt, neben unseren einzelnen Spielerboards, wo wir hier erstmal anfänglich unser gefühlt erstmal nur ein Esel haben. Nein, es ist schon ein Schlachtross, aber da geht noch einiges. Und dann hier diesen Turnierplan. Haben wir jetzt hier das große Königreich oder die eine Burg vor uns abgebildet und jede Menge
Menge, ich sag mal, wahrscheinlich Aktionsfelder, die wir hier benutzen können. Genau, weil bevor wir zu den Turnieren kommen, müssen wir uns vorbereiten. Ja, ne? Besser ist es auf jeden Fall, ja. Ja, und hier gibt es die Vorbereitungsphase. Also, zuerst hat jeder Spieler 6 Aktionen, das sind diese... Das sind diese schönen Ritterfiguren hier. Ja. Auf Pferd. Genau. Und diese Aktionen vergeben wir hier, um Ressourcen zu sammeln, also die Basisressourcen, die Glaube, Geld oder Kräfte. Ah ja. Ne? Also, ja, ganz naturell. Wir gehen in die Kirche beten, wir gehen trainieren. Okay, klar. Dann kriegen wir sozusagen Glauben, dann bekommen wir... Und genau. Das ist hier so ein typischer Arbeiter-Einsatzmechanismus, vermutlich. Genau. Je nachdem, wie viele Felder sind, so oft kann dort ein Arbeiter eingesetzt werden. Genau. Es gibt auch unbegrenzte Felder, ja. Wo aber mit jeder Aktion die Auswahl geringer wird. Ist. Ja. Ja, wenn zum Beispiel hier man sich die Helfer raussucht, ja. Nimmt man das, dann ist die natürlich weg. Der nächste hat ein bisschen kleinere Auswahl. Also ganz klassisch, wir sind natürlich der glorreiche Ritter, der hat auch irgendwie immer seinen Knappen dabei oder andere Gefolgsleute, ja. Und die kann man sich hier sozusagen in diesem oberen Bereich dann beschaffen und die haben dann sicherlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Boni, die sie einem geben. Genau, also ja. Der Knappe ist dabei, Fechtmeister, ja. Minstrel, Königin, je nachdem, wessen Freundschaft oder Dienste man braucht. Ja, ja, wir sammeln auch Aufgabenkarten. Ja. Ne? Da gibt es 3 Arten davon. Ja, die Romanzkarten, wo wir... um das Herzen der Ladies ringen. Genau, ja. Ja. Und die geben uns einen kleinen Geschenk immer. Früher war das noch andersrum, ja, da haben die ein Geschenk gegeben. Gute alte Zeit. Ja, naja. Ja. Die Marktkarten, also wir fahren auf die Märkte Europas und kaufen uns was wir brauchen. Bessere Rüstung, vielleicht bessere Relikte. Ja. Und Herausforderungen. Da haben wir einen Gegner zu bekämpfen. Ist es ein Raubritter oder eine Bande? Ja, je nachdem kriegen wir entweder Lösegeld, Preis oder ja. Das ist quasi ja dann außerhalb dieses Turniers, das war natürlich auch eine harte Zeit, ja. Wenn man da so durch die Landen gestriffen ist als Ritter, da ist schon auch jemand mal um die Ecke gekommen, der was wollte. Oder das repräsentiert hier so ein bisschen die alltäglichen Abenteuer, die man quasi neben den Turnieren erlebt. Ja? Ja, genau. Und nach dieser Aktionsphase, wo wir alle unsere Aktionen ausgeben, kommen wir zu dieser Aufgabephase. Hm. Und je nachdem, was wir in Hand haben und wie gut wir vorbereitet sind, nehmen wir uns 3 dieser Aufgaben und lösen die. Ne? Entweder bekommen wir Geschenke, bezahlen für Waren oder kämpfen um Preise. Hm. Ne? Dann haben wir so kurze Erfrischungsphase. Also unsere Sachen, die mal da einmal pro Runde benutzt, werden wieder frisch. Und wir kommen zu unserem Turnier. Dann, je nach dem Spielerreihenfolge, können wir uns entscheiden, wo wir auf diesem Turnier sich platzieren wollen. Genau. Ja, das ist, wie du gesagt hast, eine strategische Entscheidung. Dann machen das alle anderen Spieler auch. Die leeren Stellen werden dann mit Nicht-Spieler-Charakteren aufgefüllt. Genau, okay. Also es gibt da keine leeren Stellen und der Kampf fängt an. Ne? Das Gute hier und in dieser Aufgabephase ist, man spielt das eigentlich gleichzeitig. Also es gibt hier vier Duells in am Anfang des Turniers in der ersten Ebene und die können gleichzeitig gespielt werden. Also die Spieler müssen nicht auf einen warten. Auf diesen Kampf warten. Genauso wie hier. Ne? Ja. Das Spiel geht weiter. Der komplette Turnier wird da bis aufs Ende gespielt. Der Gewinner kriegt
extra Rundpunkte und wir fangen die neue Runde an. Und du hast ja schon gesagt, wir spielen das über sozusagen über 4 Turniere, könnte man sagen. Genau. Nach 4 Turnieren wird dann geschaut, wer die meisten Rundpunkte hat. Und ich sehe hier auch jede Menge Würfel. Ich vermute, der Kampf wird über Würfel. Ja, genau. Weil der Duell an sich ist so ein Minispiel, ja. wo wir die Sachen, die wir gesammelt haben, einsetzen. Mhm. Ja? Unsere Ausrüstungsgegenstände, was wir da noch uns. Genau. Also jeder Spielerritter hat einen Angriffswert, den wir überschreiten müssen. Ja. Ne? Und unser Angriffswert ist eine Kombination von unserer Kraft, unserer Rüstung und unserem Pferd. Ja, und das kann natürlich, das ist auch immer so ein bisschen abhängig. Das Pferd kann sich mal irgendwie, kann mal in ein Loch treten oder ich habe jetzt doch gerade nicht mehr so die Kraft, meine Lanze hochzuhalten oder die Rüstung war vielleicht schon ein bisschen schwach an der Stelle. Ja. Und das repräsentieren dann hier so ein bisschen die Würfel. Ja, deswegen willst du auch sich das Pferd verbessern und die Rüstung, weil mit jeder neue Ebene kriegst du einen Würfel dazu. Ja. Obwohl... Das zählt man nicht zusammen, das wäre auch ein bisschen. Das wäre ein bisschen viel, man sucht sich denn den besten Wert aus. Genau, aus jeder Art. Hm. Also man würfelt, das ist hier das Beste, das ist hier das Beste, das. Dann muss man ja 3 Würfel zusammenzählen, das glaube ich geht noch. Ne? Das ist mein Anfang-Angriffswert, weil dann kommen die Helfer uns zu Hilfe und zum Beispiel die Relikte. Also, wenn man zum Beispiel so einen Fechtmeister hat, er sorgt für unsere Angriffsstärke, glaube ich, macht er. Der hat also, hier nochmal diese Fäuste, diese Symbole da unten. Genau, also einmal pro Runde dürfen wir einen Würfel auf den Maximalwert. Das ist 5, wie wir hier sehen. Ja, das ist 5. Dasselbe macht der Knabe mit dem Pferdewürfeln. Da gibt es noch einen Schmied, der dasselbe mit dem Ausrüstung macht. Also so können wir den Glücksfaktor reduzieren. Ne? Da gibt es auch Relikte am Ende, die entweder uns extra Kraft geben, also von Gottes. Ja, gesegnete Dinge, die einem dann noch stärker werden lassen. Ja, Glaube ist auch eine wichtige Ressource, weil die hilft und die erlaubt uns, nachdem wir das geworfen haben, einmal noch 3 Würfel extra zu würfeln. Ne? Okay. Also da muss man. Da sollte man das nicht vernachlässigen. Also es gibt viele Elemente, um die Würfel manipulieren zu können. Das ist ja immer so eine Sache bei Würfelspielen, wie gut hat man oder wie sehr ist das Glück auf der Seite. Aber hier hat man natürlich dann die Möglichkeit, wie du schon sagst, durch Relikte oder andere Ressourcen und oder Helferlein oder so, sozusagen diese Würfel so zu manipulieren, dass man das so ein bisschen minimieren kann. Und da muss man dann immer schauen, natürlich, wie sind die Strategien. Ist man da vielleicht ein bisschen gewagter unterwegs und hofft auf sein Glück, na? Dann kann das natürlich gut ausgehen, aber vielleicht geht das auch total in die Hose. Wunderbar. Ich denke, das war jetzt so ein grober Überblick mal ganz kurz. Da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Feinheit von den Symbolen und den Sachen. Und das ist ja jetzt hier Prototypenmaterial. Ja, das ist Prototyp. Wir wollen auf jeden Fall hier keine weißen Flecken hinterlassen. Also die Bilder werden noch vollständig gemacht, verbessert. Und dafür brauchen wir so halt 2, vielleicht 3 Monate. Und ja. Im Herbst wollen wir auf Kickstarter starten und wir denken, die deutsche Version wird dabei sein. Das ist ja auch immer ganz schön, ja, für diejenigen, die sozusagen darauf immer viel Wert legen. Man kann aber auch schon festhalten, das ganze Material hier ist sprachneutral, das wird alles über Symbole und Icons und Sachen geregelt, aber dann ist natürlich
wichtig, dass die Anleitung dann auf Deutsch ist. Aber wenn ihr das dann einmal verstanden habt, dann ist da sozusagen kein Wort mehr hier auf den Karten, sondern das alles durch Ikonografie geregelt. Sehr schön. Also, wer immer mal Lust hatte, in die Rolle eines Ritters zu schlüpfen und glorreiche Turniere sozusagen zu bestreiten und das Schöne auch ist, vielleicht gegen seinen Freund oder seine Freundin oder Kumpels einfach mal so ein schönes Turnier ausrichten möchte, der kann sich das hier sicherlich mal anschauen. Wie gesagt, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr diesen direkten Konflikt nicht mögt und sagt, oh, ich mag das eigentlich gar nicht, da so direkt in den Konflikt zu gehen, dann könnt ihr das Ganze auch sozusagen durch Non-Player, durch NPCs ersetzen. Also sollte für jeden was dabei sein. Wenn euch das Setting interessiert und diese nette Kombination aus Arbeiter einsetzen, so ein bisschen Würfelmanipulationsmechanismen und halt dieser Turnierebene, dann ist das sicherlich mal eine Sache, die ihr euch merken solltet. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Kickstarter. Vielleicht sind wir ja da auch irgendwie noch involviert und gucken mal, wie das so läuft. Ich bedanke mich an der Stelle. Danke. Und ihr schaut einfach mal weiter auf dem Kanal nach tollen Videos, die euch vielleicht interessieren oder die dann erst interessant werden, nachdem wir sie euch vorgestellt haben. An der Stelle also tummelt euch weiter hier bei Hunter und Kronen. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.